Damen und Herren, ich wurde gebeten, die Auswirkungen dessen, das wir kurz vorher zusammengefasst erhalten haben, auf die ICT darzustellen. Und aus dem Umstand, dass ich dafür gerade mal 10 Minuten erhalten habe, können Sie unschwer ablesen, dass uns hier nicht die Revolution ins Haus steht. Aber es gibt doch die einen oder anderen Punkte, die, denke ich, auch für uns Informatikerinnen und Informatiker in dieser Gesetzgebung relevant sind. Ich möchte mit Ihnen das Gute, das Schlechte und das Hässliche anschauen, ein paar Stichworte zu alledem und ein kurzes Fazit ziehen. Wichtig ist noch zu unterstreichen, dass ich mich zwar auf die Stellungnahme der SIK gestützt habe beim Abfassen dieser Präsentation, aber dass die Meinungen, insbesondere die launigeren, alle von mir stammen. Was ist das Gute aus unserer Informatiksicht an der Revision? Wir haben eine benutzerfreundlichere Beschaffung, die uns jetzt möglich wird, vor allem seitens den Beschaffungsstellen der Gemeinden, der Städte, der Kantone, des Bundes, aber auch seitens der Anbieter. Sie müssen nämlich jetzt nicht mehr einen so dicken Stapel von kantonalen und kommunalen Erlassen idealerweise herumschleppen, wenn Sie auf eine Ausschreibung antworten wollen, sondern Sie können ein oder jetzt sind es Anhalt zwei Gesetzeswerke zu Rate ziehen, die idealerweise weitgehend identisch sind vom Bund und der Kantone, um die Lösungen zu finden, die Sie suchen. Das wird das Leben ein bisschen vereinfachen und auch die Ausbildung und die Umsetzung des Beschaffungsrechts. Wie wir an diesem Tag schon ein paar Mal gehört haben, Beschaffungswesen, vor allem das öffentliche Beschaffungswesen und ICT, die beißen sich manchmal ein bisschen. IT-Beschaffungen zeichnen sich durch ihre Nichtlinearität aus, dadurch, dass sie oft einem iterativen Prozess sehr nahe kommen. Das Beschaffungsverfahren ist linear, es ist für Maschendrahtzeuge, Tanklöschfahrzeuge und komplexe IT-Systeme genau dasselbe. Darum finde ich es sehr positiv, dass wir ein paar Erleichterungen erhalten haben, ein paar Flexibilisierungsmöglichkeiten mit dieser Revision. Sie wurden bereits genannt in den vorgegangenen Referaten. Wir haben jetzt offiziell die Möglichkeit, Rahmenverträge abzuschließen. Inoffiziell, also ohne ausdrückliche Regelung im Gesetz, wurden diese schon weit herum abgeschlossen. Was noch nicht so verbreitet ist, aber jetzt auch ausdrücklich geregelt wird, sind die Mini-Tender, die also ein Mini-Wettbewerb. Das erlaubt einer Beschaffungsstelle zum Beispiel für Personalleihe, für andere eher fungible Leistungen einen Rahmenvertrag mit mehreren Anbietern abzuschließen und dann, wenn sie einen konkreten Bedarf nach einer solchen Leistung hat, einen Mini-Wettbewerb unter den Mitgliedern dieses Rahmenvertrags durchzuführen, um zu bestimmen, wer den konkreten Einzelauftrag erhält. Und auch die Preisverhandlungen, die wir gehört haben, möglich sind, können durch elektronische Auktionen, auch das ist eine interessante ICT-Aufgabe, ein bisschen rationalisiert und beschleunigt werden. Der Dialog, der wurde schon erwähnt, ist meiner Meinung nach für uns in der Informatik besonders wichtig, denn diejenigen unter Ihnen, die schon bei den Ausschreibungen einer größeren, komplexeren Lösung dabei waren, die wissen, am Anfang ist das, was man ausschreibt, nicht unbedingt dasselbe wie das, was am Ende rauskommt. Es gibt einen Lernprozess auf beiden Seiten. Und der Dialog formalisiert und unterstützt diesen Lernprozess. Es erlaubt, zusammen mit den Anbietern in den Dialog zu treten und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen und diese zu schärfen. Und wenn man diese Lösung einmal hat, umschrieben und klar, dann offerieren alle für diese gemeinsam ausgearbeitete Lösung. Davon profitieren alle. Die Kundin, der Kunde weiß besser, was er eigentlich will oder sie will, wenn die Ausschreibung erfolgt. Und auch die Anbietenden haben eine genauere Vorstellung davon, was der Kunde eigentlich will und müssen den oft sehr aufwendigen Offertprozess nur in Fällen durchlaufen, bei denen sich auch realistische Chancen ausrechnen. Das kann gerade bei komplexen, individualisierten Leistungen in der ICT oft vorkommen, sehr erfolgskritisch sein. Zum Verhandeln, ein Novum auf kantonaler Ebene, nicht so im Bund, wurde auch schon eingegangen. Ich bin der Meinung, dass das nicht so sehr was die Preisverhandlungen betrifft, aber insbesondere was die Leistungsverhandlungen betrifft, auch der ICT-Beschaffung einen neuen Qualitätsschub geben kann. Bei den Preisverhandlungen, wir haben es auch schon gehört heute, die Anbieterinnen und Anbieter rechnen damit, dass sie die Marge nicht so sehr mit dem eigentlichen Angebot, sondern mit den Folgeaufträgen, mit den versteckten Folgekosten machen können. Und ich verspreche mir davon,
von der Möglichkeit, Verhandlungen durchzuführen, dass man auch hier diese Grauzone etwas schärfen kann und am Schluss näher an den Preis kommt, der tatsächlich dann auch bezahlt wird. Das heißt aber auch für die Anbieter, dass sie das Risiko ins Dunkle schießen zu müssen und mit dem Angebot weit an der Marktrealität vorbeizuzielen, nicht eingehen müssen. Vor allem aber auch Verhandlungen über Leistungselemente können im ICT-Umfeld sehr hilfreich sein, denn das ist den einen oder anderen unter Ihnen vielleicht schon geschehen. Sie haben ein Angebot vor sich, das eigentlich Ihren Anforderungen fast ideal entsprechen würde, aber in einem der 540 Muss-Kriterien wird das knapp nicht erfüllt. Mit Verhandlungen haben Sie die Möglichkeit, hier immer unter Wahrung der Transparenz und der Gleichbehandlung solche Probleme zu adressieren. Wichtig aber, beschaffen ist komplex. WTO beschaffen ist noch einmal komplex. Und WTO beschaffen mit Verhandlungen ist noch einmal etwas komplex. Also es ist eine zusätzliche Stufe der Professionalität auf beiden Seiten, der Ausbildung, der Erfahrung, die hier gefordert wird. Und darum lohnt sich das wirklich nur für komplexe, bedeutende Vorhaben. Es gibt ein paar weitere für uns interessante Verbesserungen. Ausschreibungen werden auch hinsichtlich der Publikation besser sichtbar. In allen Kantonen, soweit das noch nicht der Fall ist, gilt jetzt neu auf sima.ca und nirgendwo sonst, nicht in Papieramtsblättern, die in den Wirtsstuben vergammeln, werden ICT-Leistungen ausgeschrieben. Und auch die ICT-Kooperation unter Gemeinwesen könnte eine leichte Erleichterung erhalten, dadurch, dass sie jetzt ausdrücklich geregelt wird, dass In-State-Beschaffungen, also Beschaffungen bei anderen Gemeinwesen, dann vergaberechtsfrei sind, wenn das nicht in Konkurrenz mit einem privaten Anbieter geschieht. Das ist insbesondere bei Fachanwendungen, die für sehr behördenspezifische Zwecke entwickelt wurden, ab und zu möglich, dass sich hier einfacher Kantone, Gemeinden, Städte zusammentun, um gemeinsam eine Community zur Pflege und Weiterentwicklung solcher Anwendungen zu bilden. Es bleiben trotzdem ein paar Fragen offen. Sie haben die Stichworte BEDAG, Abraxas, VRSG war heute auch ein Thema, schon einmal sicher auch schon gehört, das sind diese quasi Inhouse-Anbieter, die dem Staat gehören, da ja so niemand so sicher ist, ob sie jetzt Teil des Staates und der Wirtschaft oder von beiden etwas sind. Die Lösung, die die Gesetzgebung jetzt findet, ist, dass man von Europa abschreibt und übernimmt die sogenannte TECAL-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die im Wesentlichen sagt, freihändige Vorhaben bei solchen Quasi-Inhouse-Anbietern sind zulässig, wenn der Anbieter wie eine eigene Dienststelle kontrolliert wird und im Wesentlichen, in Anführungs- und Schlusszeichen, für den Auftraggeber arbeitet. Aber auch das lässt noch einige Fragen offen. Was heißt jetzt im Wesentlichen konkret in Bezug auf welche Leistungen konkret? Das sind Fragen, an denen sich die Praxis noch ein paar Zähne ausbeißen sollte. Auch nicht ganz klar ist, wie sehr die Rahmenverträge und die Minitender noch die Möglichkeit eröffnen, Beschwerde zu führen. Das wird die Attraktivität dieses Instruments wohl auch wesentlich beeinflussen. Und aus meiner Sicht weiterhin ein Problem ist, auch in der ICT, dass das Beschaffungsrecht weitgehend ein zahnloses Recht ist. Ich hatte eine Ausbildung vor kurzem an der Berner Fachhochschule und am Schluss kam ein Teilnehmer zu mir, ein Arzt in einem öffentlichen Spital und sagte mir, Herr Fischer, ist ja schön gut, dass Sie uns dafür erzählt haben. Jetzt unter uns, seien Sie doch mal ehrlich, das ist alles für die Kulisse. Das ist nur für die Form. Am Schluss machen wir doch, was wir wollen. Und wenn wir etwas Falsches machen, interessiert das keinen, das passiert uns gar nichts. Das ist aus meiner Sicht ein Problem, mit dem sich auch die Gesetzgebung noch auseinandersetzen sollte. Wie kann man dem Recht hier auch mehr Nachachtung verschaffen? Aber was ich vor allem diskussionswürdig finde, ist die Art und Weise, wie langsam, quer und langsam dieser schon lange überfällige Reformprozess, insbesondere für die ICT schon lange überfällige Reformprozess, vonstatten geht. Ich habe vor kurzem gehört, dass, ich weiß nicht mehr, ob Armenien oder Aserbaidschan als vorletztes Land jetzt das neue WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen ratifiziert hat. Als vorletztes Land. Das letzte Land ist die Schweiz. Wir haben das noch nicht ratifiziert, weil wir immer noch am Gesetzgeben sind. Und nach der aktuellen Zeitplan sollte die neue IVB erst ab 2018 für den Beitritt der Kantone bereitstehen. Ich finde das fast schon kafkaesk, wie sehr wir das nicht schaffen, in unserem Land relativ zeitnah eine zeitgemäße Beschaffungsgesetzgebung zu schaffen. Das verdanken wir auch unserem Föderalismus, der hier meiner Meinung nach ein bisschen zu viele Blüten treibt. Und dadurch, wie beschrieben wurde, dass man sehr aufwendig mit gut schweizerischer Konsensgläubigkeit
parallel der Bund und die Kantone eine mehr oder weniger identische Gesetzgebung ausgearbeitet haben. Problematisch aus meiner Sicht, auch aus Sicht der ICT, dass die Vernehmlassungen, die jetzt im Raum stehen, aber noch nicht publiziert wurden, das ist ein anderes Thema, offenbar ziemlich stark vom Misstrauen geprägt sind gegen diese neuen Instrumenten des Dialogs und der Verhandlungen, sodass aus meiner Sicht das Risiko besteht, dass diese neuen Instrumente im politischen Prozess, zumindest was die Kantone betrifft, noch scheitern. Das finde ich schade, denn aus den dargelegten Gründen bin ich der Meinung, dass gerade hier einiges an Erleichterungs- und Flexibilisierungspotenzial für beide Seiten drin liegt. Ich komme zum Fazit. Wie Sie gemerkt haben, eine Revolution ist das nicht. Auch nicht ein Sturm im Wasserglas. Im Grundsatz bleibt nämlich alles gleich. Öffentliche ICT-Beschaffungen werden weiterhin nach den gleichen Verfahren zu den gleichen Schwellenwerten mit mehr oder weniger gleichen Anforderungen und mehr oder weniger gleichen Regelwerk abgewickelt. Auch die Neuerungen, die ich heute kurz gestreift habe, sind nicht wirklich neu. Rahmenverträge gibt es in der Praxis schon lange. Elektronische Auktionen, wie wir gehört haben, gibt es teilweise auch schon. Der Dialog wäre meiner Meinung nach eigentlich heute schon im kantonalen Recht möglich, weil dieses nur Preisverhandlungen und Leistungsverhandlungen verbietet, aber nicht Verhandlungen über den Lösungsansatz. Aber die Herausforderung ist hier vor allem, wir haben alle noch keine Erfahrung mit diesen neuen Instrumenten. Und diese Erfahrung werden wir uns jetzt aneignen müssen. Und wir werden alle besser werden müssen, auf beiden Seiten, denn diese neuen Möglichkeiten erhöhen auch die Komplexität. Ich finde es aber, würde es aber vor allem schade finden, wenn jetzt im politischen Prozess die Verhandlungen und der Dialog auf der Strecke bleiben würden. Denn wenn wir diese Möglichkeit nicht haben, dann ist es weiterhin so, wie wenn man Skihandschuhe anziehen würde, um ein Origami zu falten. Diese Instrumente, die wir heute haben, sind der Komplexität der Materie nicht angemessen. Und es wäre im Interesse von niemandem, denke ich, wenn uns diese Instrumente nicht zur Verfügung gestellt würden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.